Gut, dann wollen wir jetzt die Frage- und Antwortrunde beginnen. Es muss sie, okay, war also kann zu der Kunst, kann sie den Kanton hochladen. Auch immer sie. Hi, hi. Mal, 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 脱獄ものをやることということで、いろいろ話しかけられてですね、その時にどういう形の脱獄映画を作ったらいいかと、いろいろこの取材をいたしまして、たまたまこの主人公にあたる、モデルになる人がですね、実際に 23年かな、28年かな、 これでは 40年の刑になってますと、最終的に。それが大西さんで出てきてまして、その方を取材して作った映画です。 Ja, kurz wie der Film entstanden ist. Ich hatte also die Idee, einen Film über einen Ausbrecher zu drehen und hatte diesbezüglich mit Recherchen angefangen und sind dann auf einen echten Gefangenen gestoßen, der damals über 20 Jahre hatte. Und er ist aber tatsächlich durch Begnadigung etwas früher rausgekommen und wir hatten eben die Gelegenheit, ihn direkt zu befragen. 脱獄を繰り返すということは一体何なのか、そしてまた刑が重くなればなるほど生きたいという人間というのは一体何なのか、その辺りを ちょっと描いてみたかったなと。それをできるだけこう飾らずに裸の状態で描いてみたいというのがこの映画だったわけです。 Und in dem Film wollte ich einfach einen Menschen darstellen oder die Psyche eines solchen Ausbrechers darstellen, der immer wieder versucht auszubrechen und aber auch die seine ja geistige Entwicklung, wie er also je mehr er sozusagen, je mehr Haftstrafen er absitzen muss, desto mehr, desto stärker wird sein Wille, herauszukommen oder auch zu leben. Und diese Entwicklung wollte ich ein bisschen darstellen, und zwar möglichst realistisch und ohne viel Schnickschnack herum. Mir ist am Donnerstag schon aufgefallen, bei der Erschießung der beiden Bankräuber, die Frage, Mark Nakashima, die Polizei? この間の別の映画で、犯人2人が撃ち殺される、人もあっさり撃ち殺されるシーンがありましたけれども、ちょっと率直な意見を伺いたいんですけれども、監督は警察のことがお好きではないか、どうなんでしょう。 国家権力の象徴としてですね、そしてまたその権力というのは冷たいもんで、これは当たり前のことなんですけどね、国家権力は生易しい存在では、国は多分保てないでしょうけれども、それが個人にとって、その人間にとってですね、何なのかということは、それなりに考えております。 Ja, gut, die Polizei als Symbol der Staatsgewalt habe ich auch in diesen beiden Filmen dargestellt. Und es ist eigentlich klar, dass Staatsgewalt immer irgendwo kaltblütig ist. Und wie sich diese Kälte sozusagen auf einen individuellen Menschen, sozusagen diese Gewalt auswirkt, das wollte ich in diesen Filmen auch teilweise darstellen. まあ、これはですね、昭和20年というと、1950年代、50年代にかけてですね、47年あたりから50年代にかけての、この刑務所の状況なんで、非常に戦後の日本の中の厳しい状況で、特にまた、この刑務所もですね、犯人、 収容されている人間が相当凶悪感が多かったんで、相当強烈なことをしているわけですね。ただ、今の日本の警察が刑務所がこうかというと、それは若干異なりますが、それでもしばしば買収事件が起こったり、それから行き過ぎた懲罰が行われたというのはございます。
Gut, dieser Film spielt ja in Japan der ja, frühen 50er, beziehungsweise eigentlich also 47, also späte 40er, Anfang 50er. Und damals, so ziemlich direkt nach dem Krieg, herrschten also doch ganz andere Zustände in Japan. Und die Insassen dort waren auch wirklich sehr, sehr brutale Menschen, die auch wirklich sehr brutale Verbrechen vergangen hatten. Und heutzutage sind die Zustände in den Haftanstalten natürlich doch ganz anders. Allerdings hört man tatsächlich immer wieder Fälle von Korruption oder auch zu weitgehender Bestrafungen durch das Personal.